Irgendwie. Ja, da hier oben. Okay. Cool, abgeschossen. Dann haben wir das ja erledigt. So. Das nackig, das Skelett machen wir auch mal nackig. Und dann haben wir das ja eigentlich geschafft. Meine Güte. Jemand, ich auf den Senke. Gut, dann haben wir hier eine gute Mission gemacht. Ich werde jetzt erstmal irgendwo hinreißen, da wo ich sicher bin. Ja, reißen wir mal dann hin. Dann mache ich erstmal speichern, dann mache ich erstmal Pause für heute, lies meine Nachrichten und guck mal, was mich denn hier so erwartet. Gut. Okay, bis dahin noch viel Spaß und tschüss. So, hallo, willkommen hier bei einer weiteren Folge von Skyrim. Ich weiß nicht, wo ich gerade stecke, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wir müssen auf jeden Fall weg. Irgendwo hin. Immer noch dahin. Okay, ich gehe jetzt mal auf die Quest, mal gucken. Echo. Nee, ich werde jetzt mal weglassen, die alte. Verlorene Vergangenheit, suche nach. Ja, ich werde es mal machen, wa? Okay. Suche nach. Ach, okay, die kann ich jetzt noch ja nicht so richtig machen. Bringe. Ja, ist okay. Hi. Die kann ich auch noch nicht richtig machen. Was kann ich denn hier machen überhaupt? Alduins Fluch. Zurück zu den Wurzeln. Lerne die Bedeutung der. Also, ich habe ungewöhnliche Zutaten, Bubon entdeckt. Okay. Gut, kann ich auch noch nicht machen. Drachenblut. Was soll ich lesen? Die Schriftrolle der Alten. Nee. Lies Befehle der Kultisten. Okay, das kann ich machen. Gut, lies die Befehle der Kultisten. Befehle, Bücher. Okay. Schriftrollen. Okay. Sonstiges. Dann kannst du nur noch die Bücher sein, oder? Befehle der Kultisten. B. Okay. Kultisten vielleicht unter K? Unter K, K, K. Dann muss ich natürlich wieder ein bisschen scrollen und so weiter. Okay, Mikrofon geht. Q. Kultistenbefehle. Wusste ich doch, dass das. Manchmal nennt sich das hier irgendwie anders, wa? Okay. Jetzt haben wir auch eine Mission, wa? Wir müssen da hoch. Windhelm. Gut, dann reißen wir mal. So, ich muss mal kurz was trinken. Aber ich kann nicht auf Pause schalten, während er lädt. Das ist immer ein bisschen doof. Ja. Da ist die Gefahr, dass das Spiel immer sich eventuell aufhängt. Aber merkwürdigerweise bei Fallout ist das auch. Und Fallout und Skyrim stammen beide vom gleichen Hersteller. Okay, wir müssen hier raus. Gut. Na komm. Okay.
Lass uns erstmal hier weg. So, werden wir wieder blöd angequatscht? Ich Nö. habe meist mit schäbigen Dieben Doch, und trockenen Schlägern zu wir tun. werden wir blöd Das ist schon angequatscht. mal mehr. Das ist wie bei Facebook auf den YouTube-Kanälen, von diesen ganzen Vollhorsten oder Vollpfosten, die einen mit ihrer scheiß Werbung auf das eigene Video zu spammen und ihre eigenen Videos darauf knallen. Ey, wenn ich Admin wäre, ich würde die allesamt löschen. Alle. Da würde ich ja keine Rücksicht drauf nehmen. Aber diese ganzen Spinner, die einen ständig mit ihren eigenen Videos zu spammen, auf die Videos, die man selber drin hat, auch bei YouTube selber, da könnte ich kotzen. Okay. Okay. Gut. Aber nicht mich, deswegen speichere ich jetzt mal ab. Ich setze ich mal wieder irgendeinen Treffer hier. Okay, er hat keine Zeit. Oh, der kräht da drüben jemanden. Wann bekommt er denn? Ehrlich. Dieser Drache ist flinker als die Polizei erlaubt. Oder? Komme ich ja vielleicht hoch? Das wäre cool. Ich kann aber nicht fliegen, der Scheiße. Hallo, ich rede mit dir. Oh, der macht mich wie ein scheiß Drachen. Wo seid ihr? Da seid ihr ja. Ich glaube, ich werde mal einen Bogen nehmen, weil der ist immer so weit weg. Falmer Bogen. Schau, erbarme sich eurer. Wo seid ihr? Was macht der denn? Kann der mal näher kommen? Das wäre natürlich schön. Sieg oder Sovngarde. Wo seid ihr? Okay. Ja, der Drache ist ein bisschen doof. Wisst ihr was? Ich renne jetzt mal dahin, weil das geht mir auf die Nerven. Das ist ja nur noch da hinten. Aber der kommt hier nirgendwo ran. Na, endlich mal. So. Mit meinem Fuß konnte ich gerade etwas Schaden anrichten. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Jetzt rennt der auch schon wieder weg. Man kann es mal da bleiben. Wenn ihr eine Na Überfahrt nach endlich. Ostheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Mich doch gar nicht. Wie der Wind immer in eurem Rücken sein, mein Freund. Ja. Na klar.